Hallo, hier ist wieder euer Pampers Tester. Heute teste ich wieder eine ältere Packung. Die Packung aus dem Jahre 1998. Die Quality Line Junior 5 Super 3 von 12 bis 25 Kilo. Eine sogenannte Babywindel der Größe 5 von vorne, die Packung. Und hier sieht man Quality Line. Von der Rückseite. Hier nehme ich sie raus. Ist sehr weich, hat schöne Motive vorne, sonst komplett in Weiß, hier von vorne. Von der Rückseite, wie man sieht, hier komplett in Weiß, hat keinen Stritch auf den Seiten, nicht dehnbar und auch hier einen kompletten Saugkern von vorne bis im hinteren Bereich. Es ist dehnbar nur im vorderen Bereich hier in der Mitte. Und hinten ist es dehnbar. Gab es bis ins Jahr 2000. Und eine Eigenmarke gab es in den Billa Supermärkten noch bis ins Jahr 2000. Also hat eine Länge von 54 cm, eine gute Saugleistung von 0,66 Liter. Also 660 Milliliter Saugleistung. Der Bauchumfang ab 45 cm, optimal noch bei 59 cm und maximal, bis es hinten fast nicht mehr geht, etwa bei 64 cm. Und hier von vorne, Größe 5, Quality Line. Von der Rückseite. Und man sieht, es ist komplett in Weiß. Nur vorne Motive. Auch im Schritt sehr gut. Von vorne. Von der Rückseite. Auslaufschutz auf den Seiten ist sehr gut. Also, gab es bis ins Jahr 2000 bei den Billa Supermärkten. Dort habe ich es auch bekommen. Hat vorne Motive, sonst komplett in Weiß, ist sehr weich, kompletter Saugkern, hat keinen Stritch, hat Auslaufschutz. Vorne und hinten in der Mitte ist es dehnbar. Hat Dilation Plus, eine Pflegecreme mit Aloe Vera. Die Windel ist wie Baumwollstoff, elastische Bündchen am Bauch und Rücken, trockenes Vlies verhindert Rücknässe, wieder verschließbare Klettbänder zum Auf- und Zumachen, hatte sie im Test wegen Schritt Saugleistung und muss sagen, gut. Und das war wieder die Quality Line Junior 5, 12 bis 25 Kilo. Die Super 3 mit der 42 Stück Packung aus dem Jahre 1998. Und das war es wieder für euch.